Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Jetzt also doch. Der Stadtrat Zofingen will den Brunnenaustausch an der Oberen Promenade noch mal überdenken. Geplant wäre, den Lehrlingsbrunnen CH91 durch einen Schulbrunnen zu ersetzen. Diese Pläne haben aber in der Bevölkerung nicht nur Befürworter gefunden. Es hat Kritik gegeben, aber auch Vorschläge für alternative Standorte für einen Schulbrunnen. Die will der zuständige Stadtrat Andreas Rüger jetzt prüfen. Fachläden und Restaurants, die zu sind. So kann das nicht weitergehen und es muss etwas gehen, hat sich die FDP Damersäule Mitte Januar gedacht. Die FDP hat darum in diesen Tagen mit dem Gewerbeverein Damersäule die Aktion «Zusammenstark, wir kaufen im Dorf» lanciert. Plakat mit lokalen Sympathieträgern werben im Dorf für diese Aktion. Zudem rufen die Organisatoren die Bevölkerung mit einem Versand an alle Haushaltungen zum Gutscheinkauf von Damersäuer Unternehmen auf. Am 14. März dieses Jahres hat der OLK Wickertal zu Rotrist einen nationalen OL durchführen. Schon vor einem Jahr hat der Verein den Anlass wegen der Pandemie müssen absagen, hat aber gehofft, dass die Verschiebung um ein Jahr funktioniert. Jetzt geht der Event erneut ins Wasser. Der Beat Willimann, Laufleiter vom OLK Wickertal, erzählt im ZT, was die neuerliche und definitive Absage für den Verein bedeutet. Seit bald einem Jahr gehört Homeoffice zum Alltag. Doch wie kann man sich seinen Arbeitsplatz daheim so einrichten, dass man sich wohlfühlt und kreativ und produktiv arbeiten kann? Die Zofinger Architektin Cornelia Millin gibt mir im ZT Tipps dazu. Einer davon ist die optimale Position vom Tisch. Wenn möglich in aktivem Wohnbereich, also das heisst Esszimmer oder Wohnzimmer und nicht im Schlafzimmer. Das Schlafzimmer braucht Ruhe und Erholung. Mehr zu diesem Thema und weitere News aus der Region gibt es in der druckten Ausgabe vom ZC und natürlich auf zofingertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZC Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter «Alles da» in Aarburg-Oftringen und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Erleben Sie den Unterschied.